Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Legend mit den brennenden Magiern. So, wir haben in der letzten Folge auch noch Mahaelen eingenommen. Und ja, jetzt haben die Draken nur noch eine Region. Wir schauen uns jetzt auch nochmal an, wie es mit der Zustimmung aussieht. Ja, also die Städte, die wir schon länger unter Kontrolle haben, die sind alle inbrünstig. Die, die wir jetzt gerade erst übernommen haben, die haben halt noch Zustimmungsprobleme, aber das ist ganz normal. Imperiumsplan, ja, das wird halt immer teurer. Dadurch, dass wir mehr Städte einnehmen. Den nächsten gibt es in 6 Runden. Wäre vielleicht noch mal eine Überlegung wert, hier bei noch einer Stadt die Bewohner umzuschichten hin zu Einfluss. Hier auch die Möglichkeit, uns im Paradies noch zu bauen. Da kriegt man pro Bewohner noch einen Einfluss mehr. Ja. Aber für den jetzigen Imperiumsplan, hier Ruhm des Imperiums wäre halt 2 Runden vorher fertig. Last kaufen. Okay, wir lassen das ruhig mal so. Ah, okay. Keine Konstruktion. Ja, in der neuen Stadt. Ah, die Standardgebäude wurden schon gebaut. Vielen Dank. Auch Gold und Titan werden schon abgebaut. Ja, den Handel anwerfen. Okay. Legendäre Tat vollbracht. Deine Truppen und Generäle genießen ihren Erfolg. Mach so weiter und vielleicht herrschst du bald über alle deine Gegenspieler. Steigere als erster die Stufe deiner Helden auf 8 bei Zugende, um die Belohnung zu erhalten. Geheimdienst. Je mehr Erfahrung deine Armeen sammeln, desto mehr Informationen können gewiefte Generäle und ihre Untergebenen über Auriga, das Terrain und die hier lebenden Völker und ihre Schwächen beschaffen. Das 20% Lebensregeneration auf das ganze Imperium. Also wenn die Einheiten zwischen den Runden heilen, bekommen wir jetzt immer einen Bonus von 20%. Hier können wir dann noch einen Punkt vergeben. Ah, plus 30 Leben auf alle Einheiten. Initiative haben wir bereits einmal gesteigert. Hey, können wir den Angriff steigern? Oder halt Leben. Ja, Leben plus 30 ist natürlich gut. Dann machen wir das. So.
Und wir bewegen uns weiter. Wir haben die Boos entdeckt. Die Boos sind Zentauren, die in Herden leben. Diese nomadischen Krieger sind recht einfältig und ungebildet. Sie tragen kaum Kleidung und passen sich nur schwer an kälteres Klima an, ziehen aber trotzdem kreuz und quer über Auriga. Plus 5% Nahrung pro befriedetes Dorf. Okay. Was gibt's hier denn Schönes? Glasstahl. Das war's. Okay. Wir sehen jetzt hier übrigens, dass die Stadt, also unsere Stadt, mit in dem Umkreis drin ist. Aber da sind noch keine Milizen nachproduziert worden. Wir werden hier belagern. Straßen. Ah, hier auf die Steinebene. Da können wir keinen Bezirk setzen. Und da können wir noch eine. Da ist das die Titanmine. Und weitere Fälle erschließen, die Wissenschaft geben. Ja, hier halt das Stadtzentrum umranden. Das ist dann der zweite Bezirk. Dritte, vierte. So. Beobachtungstürme. Oh. Das ist neu. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, dass das hier nicht der rote ist. Oder? Also es macht es halt übersichtlicher, wenn man jetzt Krieg gegen Türkis hat. Da muss man halt darüber sich keine Gedanken machen. Und wenn man einen Krieg gegen Rot hat, muss man sich hierüber, also hier über die Grenze zum Beispiel, keine Gedanken machen. Oder zumindest nicht so viele Gedanken. So, hier mal ein Beobachtungsturm. So. Hier wird schon belagert. Nächste Runde. Wegerecht fertiggestellt in Danin. Um des Imperiums fertig in 2 Runden. Dann kriegen wir hier nochmal einen Einflussboost. Nächster Plan. In 4 Runden. Ja, um alles so behalten zu können, bräuchten wir noch 25 mehr Einfluss pro Runde. Kann man ruhig mal, ruhig noch mal ein bisschen investieren.
87 und wenn dann die... Gebäude fertig sind, kriegen wir da auch nochmal einen Boost. Okay. Deaktivieren nicht möglich und das hat man dann auch direkt hier gesehen. Ah, die waren ja voll auch inbrünstig. Und jetzt sind wir noch glücklich. Wir brauchen halt zum Aktivieren jetzt mittlerweile 45. Wein könnten wir aktivieren. Ja, okay, dann aktivieren wir jetzt nur Wein. Und wenn Wein in 10 Runden ausläuft, können wir die anderen Sachen wieder aktivieren. So. Alles wieder auf inbrünstig. Okay, 6 Gegner. Bewegung 5. Der erste Gegenangriff ist kostenlos. Aber hier ist... Okay, das ist natürlich gut, um unsere Fernkämpfer zu schützen. Und das sind auch Nahkämpfer. Also müssten wir hier... die 3 Spots besetzen. Unsere Nahkämpfern. Und dann sind unsere Fernkämpfer abgesichert. Dann werden die Position gleich halten und die anderen werden angreifen bzw. heilen. So, Position halten. Halten und halten. Wir können alle den Zentauren angreifen. Und... ja, einmal so. In der Vermutung, dass der den Vordersten angreift. Die sind immer noch auf Position halten. Oh, und der wählt einfach den aus, der am meisten verletzt ist, wie immer. Und... ja. Eine defensive Grundstellung. Los geht's. Ja, das mit dem Heiler ist jetzt doch super. Weil etwas... am Anfang habe ich es halt selber nicht gut gespielt mit dem Heiler. Aber wenn man explizit die Einheit anklickt, die geheilt werden soll, dann klappt das doch. So. Nein, da...
Soll sich keiner bewegen, er sollte angreifen. Komma 4 Erfahrungspunkte pro Einheit und nächstes Upgrade. So. Ah, der wird uns ja eine Technologie geben aus der ersten Ära. Aber nichts aus der zweiten und auch nichts aus der dritten. Das ist schon mager. Imperiumsplan in 3 Runden. Ah, wir können ja ruhig mal 3 Runden noch stehen bleiben. Oh! Aber die Region hat ja grün gehört, ja. Ich glaube, da haben wir ein nächstes Ziel. Die Vault House. Ah, hier die Spoiler-Anzeige. Die sind stärker als wir, von den Punkten her. Ah, das ist immer kritisch. Wenn hier mal die Gegner einen Technologievorsprung haben, das hatten wir auch in dieser Partie gesehen, wie schwer das war, hier die ersten Kämpfe zu gewinnen. Ah, da hat man fast ja den Krieg verloren gegen die Draken am Anfang. So, wie sieht's denn hier aus mit Adamantzern? Vielleicht kaufen? 900 Dust? Also praktisch 900 Dust für 6 Adamantzern, das ist schon sehr teuer. Das ist zu teuer. Okay. Ah, ich überlege halt. Entweder die Stadt noch weiter zu belagern, um dann vielleicht auch noch hier ein gutes Angebot zu bekommen oder sie jetzt einfach einzunehmen. Vor allem auch der Imperiumsplan, der wird ja dann nochmal teurer. Wir warten auf jeden Fall die 3 Runden ab, bis der nächste Imperiumsplan da ist. Oder falls uns Rote den Krieg erklärt, dann will man natürlich auch sofort hier die Stadt einnehmen, um dann zügig nach Osten zu ziehen. So, wir können jetzt hier so einen Wächter des Dust bauen. Der kostet aber auch ordentlich. Da werden wir nochmal angegriffen. Und
Wir bekommen dort auch ein Angebot. Für 60 Weihen. Ah, jetzt das Gegenangebot, das müssen wir dann selber bezahlen. Ah. Das machen wir nicht. Und das machen wir automatisch. Ah, da haben wir sogar noch ein Level-Up bekommen. Für 5 schon. Ja, was erforschen wir als nächstes? Hier können wir die Stadtbefestigung erhöhen. Und die Armeen, die stationiert sind, kriegen mehr Erfahrungspunkte. Überall plus eine Industrie auf Gelände mit Industrie. Warendocks. An der Küste könnten wir Warendocks bauen, aber... Ah, hier könnten wir das bauen. Wenn man hier mit den Bezirken ein bisschen lang geht, kann man da auch einen Warendock bauen. Da, also 3, 4. 4 Städte, wo wir einen Warendock bauen könnten. Protonspieler haben wir bereits. Das Mechanik plus eine Stufe aller Säulen auf Imperium. Säule des Einflusses. Ja, gut, dann machen wir das. Plus eine Stufe aller Säulen auf Imperium. Auftrag abgeschlossen. Die Geheimnisse des Dust. Deine Analyse hat dich zu einer Form der Magie geführt, die nicht nur dein Bruder, sondern vor ihm auch die Alten gemeistert haben. Ja, nochmal als Belohnung 80 Einfluss bekommen. Das hilft uns natürlich bei dem Imperiumsplan. Mit jedem Tag wird der Dust weniger unser Meister und mehr unser Diener. Einige der seltsamen Rätsel kaum... Einige der seltsamen Rätsel sind kaum mehr als ein Kinderspiel. Werder, geliebter Bruder, wir werden dein Labor bald finden und deinen Tod rächen. So, und dann machen wir hier einen Break. Und dann ja, geht es wahrscheinlich auch direkt mit dem nächsten Fraktionsauftrag weiter. Ach so, Leute. Bye, bye.